Ab geht er. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Kritik der Saw-Reihe. Weiter geht es um Saw 5. Saw 5 beginnt halt mit einer mehr oder weniger normalen Falle. Ein Typ liegt da und wird halt von so einem fallenden Beil, das so schwingt, zerhackt. Und alles läuft darauf hinaus, dass halt alle praktisch sterben sollen. Auch Agent Strong soll sterben. Halt durch so eine Falle, wo sein Kopf in so einer Box ist und die läuft dann mit Wasser voll und dann soll er ertrinken. Und der Hoffman, bei dem man ja im vierten Teil erfahren hat, dass er halt irgendwie Komplize von Jigsaw ist, der soll dann da irgendwie als großer Held rausgehen, weil er halt so der Einzige ist, der überlebt, der das Kind rettet, das ja noch verschollen ist von dem Jeff, glaube ich. Mhm. Ja, genau. Und er rettet übrigens das Kind. Ja. Der Typ aus dem dritten Teil. Für die, die es nicht wissen. Achso, ja, genau. Entschuldigung. Er rettet das Kind, ist der große Held, hat Jigsaw ist tot und für ihn ist es halt super. Er wird dann auch befördert zum Lieutenant Detective oder so, das spielt keine Rolle. Agent Strong überlebt aber und also überlebt diese Falle und den ganzen Film geht es dann praktisch darum, dass Agent Strong versucht, den Hoffman zu überführen. Mhm. Er wird dann auch gefeuert, weil wegen risikoreichem Handeln in schwierigen Situationen, bla bla. Und in seiner privaten Freizeit irgendwie geht er dann noch dem Hoffman nach. Und darum geht es eigentlich doch im Film. Also geht es in dem Film und nebenbei läuft halt noch so ein anderes Spiel von Jigsaw, das der Hoffman organisiert hat, hat dann halt in diesem Film wieder dieses Hin- und Herspiel zwischen diesem Spiel und halt zwischen den Ermittlungen von Strong gegen Hoffman. Das ist eigentlich Saw 5. Ja. Wie hat dir der Film gefallen? Ist witzig, weil wir haben es ja alles vorher schon mal kurz durchgesprochen, aber wir müssen es... Egal, wie hat dir der Film gefallen? Also prinzipiell... Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also der Film war nicht langweilig, wenn ich das so sagen soll. Er war unterhaltsam, man konnte ihn sich angucken, aber vieles blieb einfach vieles war einfach irgendwo auch nicht glaubhaft. Es war so, die Handlung habe ich ja eben ganz kurz erzählt, halt, dass der Strong dem Typen nachgeht und dann da in so Szenen reinkommt, wie zum Beispiel, er geht in einen Raum rein, wo früher mal so eine Falle von dem Jigsaw gewesen war, wo der Hoffman wohl mit drin gesteckt haben wollte. Und er geht in den Raum rein und weiß absolut sofort, indem er da steht, was in dem Raum passiert ist, wie das alles zustande gekommen ist, was Hoffman gemacht hat. Sofort weiß er das. Das ist halt so ein bisschen bescheuert. Und und dann haben wir auch das Problem, dass dieses Ermittlungsgeschehen von dem Strong überhaupt nicht mit dem zusammenpasst, mit dem Spiel zusammenpasst, was da nebenbei läuft. Das war halt irgendwie echt nur so, Zorn war schon immer blutig, das muss blutig sein, wir müssen jetzt noch Spiele reinbauen. Also das hat eigentlich überhaupt nicht zur Handlung beigetragen. Und was du eben gesagt hast mit seiner Polizeiarbeit, das fand ich so mega dumm an dem ganzen Film. Er geht, also genau wie du gesagt hast, er geht in den Raum und dann sehen wir das Flashback. Ja. Und dann ist es so wie... Dann kommt es aber so rüber im Film, wie er weiß direkt, was in dem Flashback passiert. Obwohl es ja eigentlich nur der Zuschauer weiß. Aber woher weiß er das jetzt auf einmal? Er sieht nur den Raum. Ja. Und dann sieht man, und dann, da gibt es bestimmt 3 Szenen, die genauso sind. Er kommt in den Raum. Man sieht das Flashback, er legt sich ein paar Fotos hin und dann sagt er, du mieses Schwein, so hast du das gemacht. Und dann denkst du so, ja, woher weißt du das jetzt nochmal? Das ist total... Ich meine, er geht schon so ein bisschen im Raum hin und her und findet ein paar Gucklöcher her, aber... Ja, aber es ist völlig... Ja, es ist sehr... Es ist ohne irgendwelche Indizien eigentlich, es ist ohne, dass er irgendwelche Beweismittel findet, er reimt sich das alles in seinem Hirn zusammen eigentlich. Ja. Und es könnte absoluter Schwachsinn sein, was er sich denkt die ganze Zeit. Ja. Ich meine, einige Indizien sind ja schon da, ne? Zum Beispiel der Typ, der zum Anfang gestorben ist, das war... Der Freund von der Schwester von dem Hoffman. Ja, das war noch nachvollziehbar. Genau, das war noch nachvollziehbar. Das war ein eindeutiges Indiz. Der Typ hat Hoffman was genommen. Warum soll Hoffman einfach laufen lassen? Er ist dann fand ich sogar schon so nachvollziehbar, dass ich mich beim Gucken gefragt habe, wieso ist da noch niemand anders vorher drauf gekommen? Ja, genau. Es ist eigentlich so einfach. Erdnuss?
Das ist halt die, die, mir fehlen die Worte. Fehlen die Worte bei diesem Film. Ja, nein, nein, Moment. Ja, genau, das, das war jetzt eigentlich schon alles, was man zu den Ermittlungen von Strong sagen kann, oder? Ja, im Endeffekt oder? Schon. Ich meine, ja, im Endeffekt ja. Im Endeffekt, ja, es passiert ja nicht mehr wirklich, als dass er von Raum zu Raum geht, den wir aus den anderen Saw-Filmen schon mal wieder kennen. Ich meine, das war ja cool. Das fand ich cool an dem Film, dass du gesehen hast, ah, okay, so haben die das gemacht in den Teilen davor, genau. Und so weiter, ne? Aber ja. Das war auch irgendwie das Einzige an dem Film, was mir wirklich gut gefallen hat, um ehrlich zu sein. Das ist auch nicht so viel, leider. Das sind vielleicht 15 Minuten. Bevor wir zum Guten kommen, ich würde jetzt gerne erstmal das Negative abarbeiten. Ich hab dich unterbrochen. Also jetzt haben wir die Detective-Arbeit abgehandelt, jetzt würde ich ganz gerne auf dieses Spiel zu sprechen kommen. Das ist eigentlich total. Es ist da. Genau, es ist da, es ist aber jetzt nicht wesentlich interessant oder so. Aber die Fallen an sich da drinnen fand ich gar nicht schlecht. Waren ganz cool gemacht, also auch mit dieser Enthauptungsmaschine und sowas. War jetzt nichts Spektakuläres, wo du sagst, boah, was, das hat sich einfallen lassen, das bleibt mir ewig in Erinnerung. Aber ansonsten war das eigentlich noch recht sehenswert, aber außer das mit den Sägen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Blut in diesen Behälter musste. Ne? Achso, übrigens nochmal, sorry, dass ich dich unterbreche, vor allem, wir spoilern den kompletten Film, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, also nicht wundern, wir werden auf alles eingehen, was eventuell passiert, also ihr seid vorgemacht. Alles. diese Sägenmaschine. Du meinst jetzt die Falle ganz am Ende, oder? Ja, genau. Dann, wo genau. Die müssen da ihre Hände reinstecken und wie viele Liter waren es dann? 5 Liter? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war der Behälter sehr groß. Auf jeden Fall ein Behälter füllen mit ihrem eigenen Blut und da sind dann so eine Kreissägen drin und da müssen sie sich dann wieder aufschneiden. Und das Problem ist einfach, wenn jemand so viel Blut spendet, man kennt das ja aus dem Krankenhaus, ja? Wenn man einen halben Liter Blut spendet und danach sofort aufsteht oder so, dann kippt man sofort um. Dann ist man weg. Wenn man davor nichts gegessen hat, dann sowieso. Aber da stecken die erstmal ohne medizinische Betreuung, bla bla. Wir sind nicht im Krankenhaus, wir sind hier in der Saw-Halle, das muss blutig sein ohne Ende. Stecken da ihre Hand rein und das Blut läuft in Strömen. Nehmen wir mal an, dieses Gefäß war recht groß, ich nehme einfach mal an, das sind 5 Liter reingegangen. Das hat er irgendwie so gesagt, genau. Bei 2 Leuten mit der Hälfte ist man noch funktionsfähig, oder? Wenn man 2,5 Liter Blut verliert, dann ist da nichts. Also ich bin kein Mediziner, also ich habe auch eigentlich keine Ahnung, aber ich denke jedenfalls, dass dann nicht mehr viel mit Bewegen ist. Da liegt man dann rum, fällt man in Ohnmacht und dann hat sich das erledigt. Wozu man ja auch sagen muss, wenn es 5 Liter sind, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es 5 Liter waren, ja. Und am Ende vom Spiel kommt ja raus, okay, keiner hätte sterben müssen, hätte jeder 1 Liter spenden müssen. Und das ist schon viel. Und selbst das ist mega heftig. Ja. Also das mit 1 Liter Blut weniger rumlaufen, das ist schon. Das ist, ja, aber ich würde sogar sagen, das ist noch das geringste Problem bei dem Film, diese letzten Falle. Ja. Aber was du vorhin meintest, ich fand, ja, auch wenn die Fallen jetzt nicht besonders spektakulär sind, also ich persönlich fand sie unspektakulär. Aber das ist ja vielleicht gar nicht so schlimm. Mir war es völlig wurscht, was mit den Leuten da drin passiert. Also ich habe wirklich keinen Scheiß um die gegeben, um ehrlich zu sein. Ja, das stimmt, man erfährt nicht so viel, weil man erfährt halt, die stecken irgendwie, also zum Ende erfährt man, die stecken irgendwie alle unter einer Decke, weil die da ein Gebäude abgefackelt haben, wo Menschen drin waren. Ja, aber das kommt auch echt gar nicht zum Schluss raus, wo es eigentlich schon zu spät ist, dass sowas. Genau, und ansonsten erfährt man nicht so mehr. Die halt nur, dass einer sich irgendwie einen Arm abfackelt und das, ja, das war's. Also, ich meine, bei den anderen Saw-Filmen, da hatten, zum Beispiel im ersten Teil, da hatten wir Dr. Gordon und da erfahren wir diese ganze Geschichte mit seiner Familie und seiner Frau, die da noch bedroht wird und das ist spannend. Da kennst du die Charaktere am Ende richtig. Im zweiten Teil, ja okay, da sind hauptsächlich auch Arschlöcher, aber dann war der ganze Film auch spannender gemacht. Fand ich im dritten Teil, da wusstest du Jazz mit seiner Tochter, der hatte eine Motivation und im vierten Teil hattest du den anderen Detective, der die Leute retten will. Das war schon nicht mehr ganz so doll, aber da steckte irgendwas hinter, fand ich wenigstens noch, ne? Aber bei den Leuten war es, hey, guck mal, das sind Leute in der Falle. Guck mal, wie die jetzt da rauskommen oder auch nicht. Aber ich persönlich habe mich bei dem Film gefragt, ja, warum soll mich das kümmern? Und was ich auch fand bei den Fallen, das ist wirklich, ich meine, wir haben schon beim dritten Teil gesagt, glaube ich, die Schweinefalle war endübertrieben einfach mal. Ja. Ne? Und in diesem Teil und im vierten Teil haben wir uns auch gefragt, wie zum Teufel hat Jigsaw das geschafft, eine Stadt zu präparieren im Endeffekt, ne? Weil da läuft der Detective ja durch die ganze Stadt. Wenn du so willst, da läuft er in ein Motel und in eine Schule nachher noch und so weiter. Und hier ist es genau das Gleiche. Wo zum Teufel steht diese riesige Fallenapparatur, die ja über 5 Räume geht oder so? Ach so, ja. Wo steht das? Wer zum Fick hat das gebaut? Ja, das stimmt.
Der Rentier ist halt ein riesiger. Allein schon einen Raum zu bauen, wo solche riesen Schutzwände drin sind und sowas. Ja, es ist eigentlich halt. Aber gut, da musst du bedenken, das ist halt. Das soll. Ja, das ja, ich meine, ja gut, aber das fand. Selbst das war ja bei den anderen Saw-Filmen nicht so schlimm. Und deswegen finde ich, das bei Saw 5 so, den kannst du gucken und er ist ganz okay, aber sobald du anfängst drüber nachzudenken. Das darfst du nicht. Ja, aber das ist schade. Weil dann fällt der Film richtig auseinander, finde ich. Und das hattest du bei den anderen Teilen noch nicht. Beim vierten schon so ein bisschen, aber bei den anderen Teilen ging das alles noch. Aber bei dem ist es wirklich, da merkt man wirklich, dass die ihn nicht so wirklich nachgedacht haben, finde ich, bei dem, was sie da geschrieben haben. Für den aber das kommt in den nächsten Teilen noch viel schöner. Oh, aber naja, wie auch immer. Jetzt haben wir uns. Also das Fallen, die Fallen sind jetzt nicht so gerade das Steckselement in dem ganzen Film. Und es hat halt einfach nichts mit dem restlichen Film zu tun. Das ist die größte Schwachstelle. Dieser Fallen-Marathon hat einfach nichts mit dem Film zu tun. Das ist halt echt nur nebenbei so, das ist so, das muss halt blutig sein, das muss halt irgendwas müssen wir jetzt machen. Ja. Aber jetzt haben wir genug schlecht zu dem Film gesagt, jetzt möchte ich den Film wenigstens noch in ein, zwei Punkten loben. Was fandest du denn? Was heißt loben? Also diese Saw-typischen Effekte vom ersten bis zum fünften sind natürlich erhalten geblieben. Das fand ich top. Wenn sie zum Beispiel irgendeiner das Licht da macht, finde ich klasse. Diese Soundgestaltung ist echt. Ja, genau. Und das ist halt geblieben. Das fand ich toll. Und halt die Flashbacks. Man hat halt erfahren, wie Hoffman dem Jigsaw geholfen hat, auch zum Beispiel Dr. Gordon in diese Falle zu bringen im ersten Teil. Und das war relativ interessant. Man musste an einigen Stellen doch nachdenken, wie hängt das jetzt mit den anderen Teilen zusammen. Ja, wann spielt was und so weiter. Ja, das ist sowieso das Größte, wo man am meisten nachdenken muss bei Saw, wann spielt was. Ja, weil durch die vielen Flashbacks, durch diese vielen Szenen muss man doch schon immer voll konzentriert bleiben und das fand ich doch relativ interessant und also der Film war nicht komplett schlecht. Wir haben jetzt lange Zeit ein Schlechtes gesagt, aber er war jetzt auch nicht vergleichbar mit dem ersten oder zweiten Teil. Ja, auf keinen Fall. Genau. Ja, das fand ich auch, diese Flashbacks, die waren cool, vor allem weil du da ja merkst, weil in den Flashbacks auch Jigsaw auftaucht und Jigsaw, vor allem der Schauspieler, ist halt mega gut, finde ich, auch in dem Teil immer noch. Und es ist halt cool zu sehen, wie die Beziehung zwischen Jigsaw und Hoffman ist einfach. Zu sehen, warum arbeiten die zusammen und wie ist es dazu gekommen und so weiter. Aber ja, mehr ist dann da auch nicht, finde ich. Also das sind zwar diese paar Szenen. Und, ja gut, du meintest noch, du fandest den Agent Strom relativ sympathisch als Figur. Ich fand ihn, na was heißt sympathisch, ich fand ihn cool einfach. Ich weiß nicht warum, ich fand ihn einfach cool. Ja, ich zum Beispiel mag den überhaupt nicht als Hauptcharakter bei dem Film. Oh, ne, der hat Ehrgeiz, der bleibt bei seiner Sache, der hat eine coole Art und Weise und ich weiß nicht, ich fand ihn cool einfach. Man kann nicht erklären, warum, ist auch nur so. Ja. Hoffmann mag ich überhaupt nicht. Der hat irgendwie so die Ruhe weg, der liegt da nachher in seinem Glaskäfig da, als das Strong ihn da reingeprügelt hat und die Wände so zusammengehen. Und da liegt er da so, ja. Zumal er auch der Antagonist ist, von daher ist es ja nicht schlecht, wenn du ihn nicht machst. Ja. Ja. Aber trotzdem, er liegt da einfach nur so, ja, ich bin safe, was willst du? Leck mich. Junge, hast du ein Problem? Hast du ein Problem, ne? Ihr merkt schon, wir haben eigentlich gar nicht so viel über den Film zu sagen, aber um ehrlich zu sein, es passiert ja auch nicht wirklich viel im Film, oder? Ich meine, also von allen anderen Saw-Filmen, also im Vergleich passiert hier wirklich echt am wenigsten. Von der, handlungsmäßig also, auf jeden Fall. Wir haben ein bisschen die Polizeiarbeit, die eigentlich hauptsächlich nur dazu da ist, um uns die Flashbacks zu zeigen. Ja. Wie alles zusammenhängt, ja, richtig. Und wir haben das Spiel, was keinen Zusammenhang hat mit irgendwas. Und am Ende stirbt Strom. Und das war's. Ja. Ja. Ja, also die Handlung in ein paar Sätze zusammengefasst. Das ist sehr schön. Das hat cool. Das hat nämlich irgendwie an 300 oder so. Aber 300 hat wenigstens Style. Also das 300 stimmt. Ist schon ziemlich geil, aber egal. Ja, 300 ist gut. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass 300 nicht. Ich mag den Film sehr. Aber gut, ich sollte jetzt nicht um 300 gehen. Genau. Abschließend noch, was war deine Lieblingsfalle aus dem Film? Da merkt man schon, wie gut der Er muss jetzt nachdenken zwischen den ganzen richtig guten Fallen. Mhm. In dem Film muss er sich jetzt entscheiden.
Ich muss ganz ehrlich sagen, die mir am meisten in Erinnerung bleiben wird, auch wenn ich vorhin total über sie hergezogen habe und sie wirklich sehr unrealistisch ist, ist diese Segenfalle. Allein der Gedanke, dass die ihren Arm da reinstecken müssen, hat mich so ein bisschen so... Aber ja, es ist halt total bescheuert, aber ich fand die ganz cool. Irgendwie. Ich fand, also das, was mir am meisten Gedächtnis bleibt, ist doch das Pendel vom Anfang. Was echt merkwürdig ist, auch fies, ja. Dass mir die Falle in Erinnerung bleibt, die ganz am Anfang beim Film war. Die auch mega übertrieben ist, wenn du mal drüber nachdenkst, Alter. Der baut ein riesiges... Alter, weißt du, was das für eine fette Konstruktion ist? Das ist doch nicht schwer. Du musst dir doch nur auf... das ist ja wirklich das Leichteste. Du musst den Typen doch nur auf dem Tisch festbinden und das Ding da schwingen lassen und halt zwei Apparate bauen, der die Hände da irgendwie ein bisschen bumm und dann ist alles. Und gut. Das Pendel muss zu einer gewissen Zeit immer ein Stückchen runtergehen. Du musst erstmal das Pendel bauen und da hochkriegen. Und dann musst du es noch hinkriegen, dass wenn der Typ schon ist, sein Halsband aufgeht. Du musst es da hochkriegen. Also wenn ich mich nicht verguckt habe, war das Pendel komplett aus Metall. Das muss mindestens, weiß nicht, ein paar hundert Kilo gewogen haben. Ja. Dafür braucht man einen Kran. Oder einen Bagger oder irgendwas. Und das hat er alleine gemacht. Ja. Das Ding war ziemlich lang, das muss doch erst mal durch die Tür bekommen. Ja, starker Mann, ne? Also ich finde das Pendel irgendwie noch am interessantesten von den Fallen her. Punkte, Fazit? Fazit, okay, also. Ja, also der Film war halt handlungsmäßig jetzt wirklich nicht so stark. Auch in einigen Punkten relativ unrealistisch. Er war trotzdem nicht langweilig, also mich hat er nicht gelangweilt, man konnte sich trotzdem angucken, er war relativ unterhaltsam. Und ja, dieses allgemeine Saw-Feeling ist durch die bleibenden Effekte halt trotzdem irgendwie da geblieben. Mhm. Heißt nicht, dass er für mich auch nur im Ansatz vergleichbar wäre mit dem ersten oder zweiten Teil. Oder dritten. Und ja, oder dritten, genau. Und ich gebe dem Film, sagen wir mal, 5 Sterne. Ich habe mich echt nicht auf diesen Film gefreut. Aber ich muss doch sagen, ich hatte ihn noch schlechter in Erinnerung, als ich ihn jetzt fand. Also es ist keine absolute Katastrophe, aber es ist halt belanglos irgendwie im Endeffekt. Es passiert nicht viel, das was passiert ist unspektakulär. Man hat einfach alles schon besser gesehen in dem Saw-Film. Viel besser, finde ich. Und ja, man kann es sich anschauen, aber toll ist er nicht. Ich gebe dem 4 von 5 Punkten, wäre echt gut. 4 von 10 Punkten und das ist noch relativ optimistisch eigentlich. Also, ich mag den nicht besonders. Gut. Okay. Gut. Das war's von uns. Das ist doch. Aber die Edition ist wirklich sehr, sehr schick, muss ich sagen. Dieses Mediabook war auch nicht gerade billig. Ja. Also, wir sehen uns bei Saw 6 dann im nächsten Monat und bis dann. Tschüss.